Moin, meine süßen Landratten, herzlich willkommen zum nächsten Unboxing. Es wird mal wieder Zeit und zwar ist diesmal meine Maus dran. Ihr wisst alle, ich habe eine ganze Weile die G Pro Wired gespielt. Ist eine echt tolle Maus, sie ist klein, sie ist schlank, sie bietet das, was ich von einer Maus erwarte. Hat einen tollen Sensor, eigentlich ganz coole Switches, aber hat im Laufe der Zeit natürlich aufgegeben. Manchmal nimmt der meinen Rechtsklick nicht, obwohl man noch das Klicken hört, das Feedback vom Switch, ja. Mausrad genauso, das Mausrad, man hört es noch, aber ab und zu nimmt er mir meine Marks nicht an, weil ich habe das Markieren habe ich auf dem Mausrad. Gerade jetzt, wo ich die perfekte Form für meine Mausgates rausgefunden hatte, reißt die nun die Hufe hoch. Nichtsdestotrotz, ich habe mich überzeugen lassen, aufgrund von guten Reviews und aufgrund von einigen Leuten in meiner Community, dass ich mir die Razer Viper Mini gönne. Und das habe ich jetzt getan. Ich werde euch gleich das Unboxing zeigen. Eine wunderbare Maus. Ich habe schon ein paar Ründchen mit ihr gespielt in Apex. Habe mich schon in der Firing Range ein bisschen ausprobiert. Wunderbar. Ich muss aber dazu sagen, ultra gewöhnungsbedürftig. Neues Equipment ist immer ganz komisch. Aber ohne großes Gelaber, ab ins Unboxing. Die Razer Viper Mini kommt in einem kleinen Karton. Ohne viel Brimborium um Schnickschnack. Mit einer Bedienungsanleitung und einem Aufkleber. Wünschenswert wären an dieser Stelle Ersatzmaus-Skates gewesen, sind aber bei nicht allen Herstellern Standard und für mich recht uninteressant, da ich meine eigenen Maus-Skates mache. Von daher nicht ganz so schlimm, wäre aber, denke ich, für viele User ganz toll gewesen. Ja. Diese kleine Maus hier, dieses wunderschöne Exemplar einer Maus, ist knapp 12 cm lang, 53,5 mm breit an der breitesten Stelle hier am Hump sozusagen im hinteren Teil der Maus und hat 38,3 mm in der Höhe und ist damit von den Maßen her gar nicht so groß anders zu meiner Logitech G Pro Wired. Wenn man die beiden mal nebeneinander hält, sieht man, die sind jetzt weder von der Breite noch von der Länge groß unterschiedlich und die Höhe ist auch ziemlich gleich. Der einzige gravierende Unterschied ist, dass die Razer Viper Mini den Hump sozusagen eher Richtung Mitte hat, während die G Pro Wired, wenn man genau hinguckt, die hat diesen Hump eher weiter hinten. Ja, nochmal der Vergleich. Was nicht schlimm ist, ist gewöhnungsbedürftig. Ist halt eine neue Maus, eine andere Maus. Bin gespannt, wie das so ist. Ja, diese Maus wiegt ohne Kabel 61 Gramm. Die ist verdammt leicht. Leute, als ich die ausgepackt habe, auch meiner Kleinen in die Hand gegeben habe, diese kleine Maus wiegt wirklich nur 61 Gramm. Das ist nichts, ja. Also man denkt, wenn man auspackt, oh mein Gott, billigstes chinesisches Plastik und da ist doch nichts drin. Da ist kein Sensor, das ist doch nur Gehäuse und sowas. Aber nein, das ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also die ist wirklich federleicht, die merkt ihr nicht, ja. Die ist unbeschreiblich, einfach unbeschreiblich. Und ich dachte schon, meine G Pro Wired wäre leicht und die ist auch ziemlich leicht. Allerdings, die im Vergleich zu der, die ist hands down extrem leicht. Also diese 61 Gramm, die spürt man, oder besser gesagt spürt man nicht. Das ist wirklich eine super, super leichte Maus. Wer eine leichte Maus sucht, diese hier, die ist es. Die ist von Haus aus leicht, ohne dass sie groß Löcher im Gehäuse hat, wo sich dann Dreck und so weiter ins Gehäuse schleichen können. Eine super, super leichte Maus. Sie ist federleicht. Verbaut ist ein optischer PixArt 3359 Sensor, der eine Auflösung von bis zu 8500 dpi bietet. Ist zwar nach dem heutigen Standard ein Step Back sozusagen, meine G Pro Wired hat einen Hero 16K-Sensor. Aber sind wir mal ehrlich, wer von uns braucht einen Sensor mit 8000 plus DPI? Ich persönlich spiele 400 DPI
Und die meisten, die ich kenne, gehen nicht mal über 1200 DPI. Von daher, dieser Sensor ist mehr als ausreichend für das, was man zum Zocken heute braucht. Außer ihr seid absolute Wrist-Aimer und ihr wollt bloß Millimeter kleine Bewegung machen. Ich persönlich kenne niemanden, der das tut. Vor allem niemanden, der vernünftig ist, der das tut. Aber ja, diese 8500 DPI sind mehr, als man braucht heutzutage. Der einzige Nachteil, den dieser Sensor scheinbar zu haben scheint, ist die relativ hohe Lift-Off-Distance von ungefähr 3 mm. Allerdings kann man in der Razer Synapse Software noch Einstellungen vornehmen, was die Lift-Off-Distance betrifft und was Mouse-Pad-Material betrifft. Von daher denke ich mal schon, dass man da was machen kann. Die neueren Generationen sind da wohl auch ein bisschen besser gemacht. Und obendrein, wie man gerade schon bei meiner anderen Maus gesehen hat, ich mache mir meine Mausgates selber. Diese hier sind noch original, brand new. Aber ich werde auch diese austauschen. Ich mache mir unter diese Maus 2 mm PTFE, genau dasselbe Material wie dieses hier. Und ja, PTFE ist wirklich genial. Ich habe das unter meiner G-Pro Wired schon, Wired schon verwendet. Wunderbares Material. Ja, kommen wir zu den Tasten. Wir haben den Linksklick, Rechtsklick ist vorhanden, zwei Seitentasten, Mausrand, dass sich das relativ wenig Widerstand bietet, aber auch nicht zu wenig. Und das sehr griffig ist, muss ich sagen. Also bin ich positiv überrascht. Der Mausradklick ist super smooth. Und dann haben wir hier oben noch einen DPI-Button. In der Vergangenheit war der wohl bei den Mäusen unten drunter verbaut, was ich total bescheuert finde. Vor allem, weil ich bei dieser Maus, wenn ich mir meine eigenen Mausgates mache, werde ich diese ganze Ebene hier plan schleifen. Weil dieser Aufkleber hier und diese Mausgates, die sind im Rezess, also sind in der Tiefe versetzt. Und ich werde diese ganze Ebene hier unten, werde ich plan machen und dann meine Mausgates aufbringen. Aber ja, wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten. Und den Mausklick, ich weiß nicht, ob man Mauswheel, das fühlt sich nicht so an, also man kann wirklich nur das Mauswheel reindrücken und nicht seitlich oder sowas. Aber ich würde sagen, das, was man von der Maus halt erwartet. Ne? Also wer jetzt eine Maus, eine MMO-Maus möchte mit ganz vielen Seitentasten, so einer Million Seitentasten, der sucht sich eh keine ultraleichte aus. Sie sind meistens auch etwas schwerer. Ein Bonuspunkt kriegt die Maus von mir für das Speedflex-Cable. Das ist dieses umwobene Kabel statt der standard gummierten Kabel, wie zum Beispiel bei meinem bereits genannten Vergleichsprodukt. Ja, ich persönlich habe jetzt nicht die großen Probleme mit den gummierten Kabeln, da ich mein Kabel ja wie eine Art Mausbungee am Monitor befestigt habe. Allerdings ist so ein braided Cable einfach nochmal besser. Alles, was man so hört. Das Kabel ist, glaube ich, 1,80 Meter oder 2 Meter lang. Sollte also für die meisten Anwender vollkommen ausreichend sein. Wer eine längere Kabelverbindung zwischen PC und Maus sucht, der sollte sich vielleicht überlegen, ob er sein Setup nicht vielleicht ein bisschen verändern sollte. Ja, alles in allem eine wirklich tolle Maus für 50 Euro. Ja. Also das ist eine superklasse Maus, die, denke ich mal, auch gerade für viele Competitive Gamer interessant sein könnte. In der Tat ist es so, dass viele bekannte Streamer sie nutzen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber einige bekanntere Streamer nutzen diese Maus. Auch Competitive Player, soweit ich weiß, nutzen sie. Trotz dieses Mankos, das der Sensor hat, das man aber auch umgehen kann. Von daher, ich freue mich drüber. Wirklich tolle Maus. Ich, schalte gleich wieder um die Kamera und dann rede ich nochmal mit euch persönlich. Ja, und da bin ich auch schon wieder nach dem Unboxing. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen bedanken, die mitgemacht haben, die mich unterstützt haben. Dieses Donation Goal für diese tolle, kleine, feine Maus, an die ich mich erst noch gewöhnen muss, vollzukriegen. Mal gucken, ob meine Ergebnisse jetzt noch ein bisschen besser werden können, aber lasst uns überraschen. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Unboxing und dass euch das neue Setup mal ein bisschen gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe gehen rein, raus und auf den Bauch.